Ja, hallo meine Lieben. Ja, und wie versprochen, jetzt habe ich auch endlich wieder ein bisschen mehr Zeit, eine kleine Review von dem großen Stapel JO1-CDs, die ich bekommen habe. Wenn ihr das letzte Video, das Unboxing-Video gesehen habt, dann wisst ihr ja, worum es geht. Gut, und ich würde sagen, fangen wir einfach gleich mal an. Das ist das erste Single. Oder die erste Single von JO1, Protostar, und das ist limitierte Version A. Dann ist CD und Booklet. Es hat diesen breiten Obi hier drumherum. Damit CD und Booklet sicher verstaut sind. So. Einmal die CD hier drin. Im Booklet selber, ja, sind erst einmal nur die Texte und zwei Fotos, nicht mehr, aber ist ja auch verständlich, weil ja noch ein extra Booklet mit dabei ist. So, einmal von vorne. Ja, von hinten ist alles schwarz. Jo, so viel zu Protostar und dann gehen wir gleich weiter. Die zweite Single, Stargazer, da habe ich tatsächlich alle drei Versionen. Das hier ist limitierte Version A mit CD und DVD. Mal den Obi kurz abnehmen. So, ja, einmal reinschauen, haben wir einmal hier die CD und einmal die DVD. Oh, na komm mit. So, und dann einmal das kleine Booklet hier. Auch mit Lyrics. Das war's mit Version A. Das fällt schon alles auseinander hier. Dann Stargazer Version B. Das kommt mit CD und mit Booklet. Deswegen auch dieser lange Obi hier drumherum. Einmal die CD hier drin. Auch Lyrics. Und noch ein paar Fotos. Und dann das Booklet. Das war die Kamera, Entschuldigung.
So. Das war Version B. Und dann haben wir hier noch, ja, Version C oder quasi die normale Version. Da ist nämlich nur eine CD drin. Ah, kann auch hier mal kurz ins Booklet schauen. Und auch wieder Lyrics natürlich. Aber dafür sind hier im Booklet dann ein paar mehr Fotos drin. Jo. Soweit ich weiß, waren auch bei all diesen CDs eigentlich auch noch Fotokarten mit drin, aber da ich die alle gebraucht gekauft habe, sind die Fotokarten halt nicht mehr dabei, aber gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. So, das waren die Singles und dann haben wir ja noch das komplette Album The Star. Gibt es auch in verschiedenen Versionen, also das ist jetzt hier die, keine Ahnung, welche Version das jetzt genau ist, ob Version A oder so, aber das ist die Version CD und Solo Poster und es gibt dann noch drei Untereinheiten Versionen. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Versionen davon. Ich habe die jetzt nicht so genau im Kopf. Wie gesagt, hier lange Tracklist. Also hat einmal diesen Pappschuber außen drum. Und wie gesagt, diese Version kommt mit einem Solo-Poster. Das jetzt natürlich hier nicht auf die Kamera passt. Moment. Ich nehme den Zoom vielleicht mal zurück, dann geht das. Ja, so geht's. Ich habe das Solo-Poster von Takumi. Das ist auf jeden Fall schon mal schön, dass das dabei ist. So, ein bisschen ranzoomen. Dann, Moment. So ist besser. Einmal die CD. Ja, weil es das volle Album ist, hier sind natürlich jede Menge Lyrics drin. Und immerhin auch ein paar Fotos. Und so viel weiß ich, die anderen Versionen von dem Album, die kommen dann auch noch mit speziellen Fotobüchern. Aber es sind auf jeden Fall ein paar nette Group Shots mit drin. So. Da hinein. Das Poster dazu. Und. So. Nein. Dann. So. Versuchen wir mal, alles noch einigermaßen wieder hinzupacken. Ja, das waren alle JO1-CDs. Ganz kurz und knapp, ich wollte das Video nicht so endlos lang werden lassen, aber ja, ich denke mal, das Wichtigste hat man auf jeden Fall gesehen und ich werde natürlich dann auch nochmal schauen, die beiden anderen Versionen von Protostar nochmal zu bekommen und die anderen Versionen von The Star natürlich auch. Die Japaner wissen ja, wie sie es machen müssen. Alles in möglichst vielen Versionen rausbringen, damit man natürlich alle kaufen muss. Okay, ja, so viel zu diesem kleinen CD-Review-Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann!